Wir haben gestern das letzte Open Air für diesen Sommer gespielt. Es war ein bisschen verregnet, aber die Leute hatten mega Bock. Und außerdem ist während des letzten Songs etwas passiert, was wir so auf der Bühne auch noch nie erlebt haben. Aber dazu gleich mehr. Wer die anderen Recap-Videos der Festivals dieses Sommers kennt, weiß, am Anfang hieß es erstmal packen und alles ins Auto wuchten. Ein bisschen besorgt in den Himmel auf das Wetter geschaut, aber es sollte sich den Tag über ganz gut halten. Das Ganze fand statt auf dem Burnout Festival in Nienburg, gleichzeitig auch das Altstadtfest dort und dafür brauchten wir Parkausweise. In Nienburg angekommen haben wir dann außerdem unsere Backstage-Pässe entgegengenommen und erstmal nochmal den Timetable gecheckt, aber zeitlich lag alles noch perfekt im Rahmen. An diesem etwas rutschigen Abhang haben wir unser Equipment ausgeladen und dann noch ein bisschen das Festivalgelände gecheckt. Das Areal war ziemlich nice, direkt an der Weser und ein mega Blick direkt auf den Fluss. Außerdem ziemlich krass war das Catering, ich meine, gebt euch mal, was da alles für die Bands aufgefahren wurde. Vielen Dank an dieser Stelle an die Catering Crew vom Burnout Festival in Nienburg. Naja, und dann ging es auf jeden Fall direkt weiter mit Sachen aufbauen und ausladen und unseren Merch ready machen. Kleiner Tipp übrigens für alle Gitarristen, holt euch so einen Plektrumhalter, falls euch mal ein Plektrum auf der Bühne runterfällt, habt ihr immer eins griffbereit. Naja, dann ging es langsam auf die Bühne, hier ist noch die Band, die vor uns gespielt hat, nämlich Clint, dann musste natürlich unser Kram auf der Bühne auch erstmal aufgebaut werden. Und dann ging es los mit der Malfoy Rock Show. Das Publikum hat echt super mitgemacht und trotz des etwas nieseligen Wetters hatten alle Leute ziemlich viel Spaß. Und vorhin habe ich euch ja noch einen sehr außergewöhnlichen Moment versprochen und dieser kommt jetzt. Während unserer Zugabe, während des Songs Solitude, ging plötzlich ein Kind auf die Bühne. Was war da denn los? Wie es sich herausstellte, wollte das Kind gerne einen Stick von unserem Drummer haben. Naja, den hat es natürlich dann auch am Ende des Auftritts bekommen. So, und wie ihr hier seht, als der Song vorbei war, gab es natürlich dann den Stick von unserem Drummer geschenkt. Der Auftritt lief wirklich sehr, sehr gut, aber unser Drummer war nicht so ganz zufrieden. Ja, mehrere Parts habe ich aber noch verschissen. Was denn? Was ist bekannt? Beispielsweise Triplets, Alter. Dann haben wir noch ein bisschen am Merch-Stand gechillt, haben ein paar T-Shirts unterschrieben. Immer wieder ein wahnsinniger Moment, wenn wir unseren Namen auf dem Merch von Fans verewigen dürfen. Naja, und dann Backstage noch ein bisschen was zu essen genehmigt und ein bisschen Social-Media-Work gemacht. Und dann haben wir uns noch einen kleinen bandinternen Prank überlegt. Hier seht ihr JNB, unseren Videomann, welcher Meier unser Schild für unseren Backstage-Bereich auf den Rücken klebt. Naja, und ratet mal, wer den ganzen Abend ab da mit diesem Schild durch die Gegend gerannt ist. Naja, und dann musste eingepackt werden, alles Equipment wieder verstaut werden, alles ab ins Auto. Ja, und wer rennt denn da schon wieder mit dem Schild durch die Gegend? So gegen 23:30 war dann alles verstaut und wir haben uns auf den Rückweg gemacht. Vielen, vielen Dank an das Team vom Burnout Festival. Wir kommen gerne nochmal wieder.